Hallo und herzlich willkommen bei Kerbal Space Program, Planetenforschung und Besiedlung. Da hatte ich noch die Pause drin. Ja, ein schöner Abend an unserem Space Center und nach einer Woche Pause fühle ich mich erfrischt und vorbereitet auf diese fette Streaming-Woche. Und ich habe auch richtig Lust, Raketen zu bauen. Und irgendwie, dass jetzt auch tatsächlich seit ein paar Tagen alles klar ist, dass kurz vor Weihnachten am 20. Dezember nochmal ein Mikroskopie-Stream ist. Und also ich habe im Hintergrund im Prinzip über ein Jahr haben Jan und ich jetzt irgendwie hin und her, dass wir das irgendwie eingestielt kriegen. Und es sind super viele Hürden, die da kann ich gar nicht von anfangen, dass wenn der erste Stream war, dann kann man mal von dem Wahnsinn berichten, der dahinter steckte vielleicht. Also, dass wir einen Mikroskopie-Stream aus der Charité machen, also tatsächlich aus dem großen Universitätsklinikum in Berlin. Die haben viel Forschung auch, weil es ja universitäres Klinikum. Da gibt es mehrere Forschungsgebäude direkt am Campus Mitte, der liegt so ein paar hundert Meter entfernt vom Hauptbahnhof. Da fährt man mit der S-Bahn dran lang, wenn man aus dem Hauptbahnhof rausfährt. Das ist das CCO, das Charité-Crossover-Gebäude. Da ist die Mikroskopie-Facility, das heißt die zentrale Einrichtung für die High-End-Forschungsmikroskope. Und von dort machen wir einen Livestream. Von einem Forschungsmikroskop, was, weiß ich nicht, 600.000 Öcken kostet. Ein relativ standardmäßiges Gerät. Nebenan steht noch eins für 2,5 Millionen oder so. Das werden wir uns im zweiten oder dritten Livestream angucken. Ja, es wird mehr geben. Aber ich bin total begeistert. So, erstmal herzlich willkommen. Nochmal zu Kerbal Space Program Planetenforschung und Besiedlung. Ich habe, weil letzte Woche Streams ausgefallen sind, tatsächlich eine Folge nur für YouTube aufgenommen, wo ich ein bisschen Kerbal Space Program weitergespielt habe, wo wir einfach ein bisschen Geld gemacht haben. Deswegen haben wir hier oben auch einen Alarm. Wir haben unser Teleskop-Möhrchen. Teleskop-Möhrchen 1 und 2 haben wir gestartet. Möhrchen deswegen, weil da sind Sentinel-Infrarot-Teleskope drauf. Möhrchen, ne? Möhrchen ist gut für die Augen, deswegen Teleskop-Satelliten. Teleskop-Möhrchen 1 und 2. Und 2 muss einen bestimmten Orbit um die Sonne einnehmen und da ist ein Manöver dann in 191 Tagen und dann haben wir diesen Auftrag erledigt für 200 oder 300.000 Tacken, die wir dafür kriegen. Das heißt also, das erste Mal, dass ich die Kerbal Alarm Clock benutze, weil wir haben da so eine Sache. Wir gucken uns jetzt mal die Missionen an. Also erstmal aktiv haben wir sehr, sehr viele. Erstmal erfasse mit einem Sentinel-Infrarot-Teleskop Asteroiden auf dem Kollisionskurs mit Kerbin. Das Sentinel-Teleskop ist schon in der richtigen Umlaufbahn. Das misst. Das macht hier unten einfach uns Geld und irgendwann, wenn es zwei Kometen oder Asteroiden gefunden hat, dann kriegen wir dieses Geld überwiesen. Das ist super. Research Celestial Bodies gehört zur Research Bodies Mod. Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Minmus. Da gibt es ein bisschen Kohle für, das habe ich einfach angenommen. Dann hier entdecke mit Sentinel, entdecke zwei Kometen mit Sentinel-Infrarot-Teleskop. Das muss, erreiche eine Umlaufbahn um die Sonne. Das müssen wir erreichen. Dann kriegen wir ein bisschen Geld. Oh, ist gar nicht so viel Geld, aber okay. Der läuft. Dann haben wir hier, das ist wieder Research Bodies Mod. Sammle auf der Oberfläche eingesetzte seismische Sensorwissenschaft auf der Oberfläche vom Moon. Ja, das das läuft. Diese Sensoren sind da einfach da. Wenn wir das nächste Mal zum Moon fliegen, müssen wir einfach nur eine Stufe auf den Moon draufknallen lassen und dann kriegen wir das Geld. Dann haben positioniere einen Satelliten in einer bestimmten Umlaufbahn um die Sonne. Das ist noch etwas, was wir machen könnten, wenn wir den ablehnen. Ah, dafür haben wir einen Vorschuss gekriegt und wenn wir den ablehnen, dann müssen wir Geld bezahlen. Der läuft noch 18 Jahre, das schaffen wir wahrscheinlich irgendwann. Das ist doof, dass ich den angenommen habe, aber gut, den machen wir aktiv gerade nicht. Und dann haben wir noch zwei Research Body Mods Missionen, die laufen. Da haben wir das Geld schon bezahlt. Wir haben noch 4 Missionen auf. Und ich werde alle 4 Missionen annehmen. Das klingt jetzt wahnsinnig, aber ich habe es mir vorher angeguckt. Wir haben einmal erkunde Minmus. Crewmitglied, also tausche Crew zwischen Raumfahrzeugen in der Nähe von Minmus aus. Check. Das werden wir machen. Wir kriegen ein bisschen Vorschuss, wir kriegen Abschluss und wir kriegen,
Wenn wir das machen, dass wir die Crewmitglieder austauschen durch zwei Raumfahrzeuge, dann kriegen wir dieses Geld. Das ist gar nicht so wenig, 150.000, aber wir müssen eh nach Minmis. Und das können wir machen, wenn wir die Minmis-Basis erweitern. Dann haben wir hier Positionierer Relais Rosenkohl in einem angepassten Umlaufbahn um Kerbin. Und positioniere Satellit Grashüpfer in einer angepassten Umlaufbahn um Kerbin. Und baue eine neue Orbitalstation um Kerbin. Alles Dinge, die wir machen können. Und zwar baue eine neue Orbitalstation um Kerbin. Können wir quasi machen mit dem Raumschiff, mit dem wir auch nach Minmis fliegen, weil wir die Minmis-Station erweitern wollen. Und dann können wir einfach nur das hier bauen, dass es auch als Orbitalstation um Kerbin gilt. Und dann können wir all diese Sachen machen. Das heißt, wir nehmen jetzt all diese Aufträge an. Maximal alles angenommen. Und als erstes kümmern wir uns um positioniere Satelliten Grashüpfer und positioniere Relais Rosenkohl. Wir fangen mit Grashüpfer an. Es gibt da nicht wahnsinnig viel Kohle für, aber das ist auch total schnell gemacht. Das heißt, wir positionieren jetzt zwei Satelliten neu. Ja, sehe, heute geht's bis in das Morgengrauen. Ja, diese Sachen sind relativ zügig, glaube ich einfach. So, hier haben wir Teleskophörnchen Trümmer, die können wir mal beenden. Positioniere Satellit Grashüpfer. Satellit Grashüpfer haben wir hier. Dann gucken wir mal, wo sollen wir denn hin? Oh, ich nehme mal an, dass wir diesen rosa Orbit machen sollen, diese Drehung hier. Da unten sind wir, das sollte kein Problem sein, aber wir gucken mal lieber noch. Apoapsis 14 Millionen, Periapsis 12 Millionen, da haben wir hier 12 Millionen, Apoapsis 14, genau. Das ist dieses rosa Ding, da müssen wir hin. Jo, und wir fliegen quasi da direkt drauf zu. Wir machen hier ein Manöver, um quasi zu drehen und in die richtige Orientierung zu kommen. So, sind wir ungefähr in derselben Ebene? Ja. Wir sind hier unten noch ein bisschen daneben, aber das könnte sein, dass das reicht. Oder wir müssen dann da oben abbremsen. Das sollte jetzt aber gut sein. 300 Meter pro Sekunde für diese Kurskorrektur für, weiß nicht, 80.000 oder sowas. Kleinvieh macht auch Mist, besonders weil diese ganze Geschichte nur ein paar Minuten dauert, ne? Also, wir richten uns mal aus, was das eigentlich für ein... Das ist schon ein ganz schön früher Satellit. Nicht mal eine Relais-Antenne hat er oben drauf. Also, aber er lebt noch. Okay, erreiche festgelegte Umlaufbahn. Dann würde ich mal sagen, Brenndauer 8 Minuten, Zündung in 3 Stunden. Dann spulen wir mal vor. Haben wir denn hier irgendwas zum Gucken? Da hinten. Da ist Kerbin. Und dann spulen wir mal vor. Und Kerbin bewegt sich so langsam. Und dreht so ein bisschen durch die Gegend. So. Wir sind ausgerichtet. Noch ein paar Sekunden. Und dann haben wir Zündung. 6, um genau zu sein. Das machen wir mal hier vor der Kugel von Kerbin. Und Zündung! Und einmal Screenshots. Und Stopp! Ein bisschen weiter noch. Ich will das Manöver versuchen, präzise zu Ende zu fliegen. 0,3 passt mir. Oh, und das hat schon gereicht. 10 Sekunden Stabilität halten. Tada! Erster Auftrag abgeschlossen. 39.000. Naja. Okay, aber der Auftrag ist abgeschlossen. Super. Dann haben wir... positioniere Relais Rosenkohl. Relais Rosenkohl, Kerbin, Mittel. Wechseln zu. Dann gehen wir doch mal direkt dahin, ohne zur Station zurückzugehen. Und wollen hier mal das Ergebnis sehen. Erreiche festgelegte Umlaufbahn. Das hier ist schon
Das ist eins von den moderneren. Das hat die große Schüssel. Das haben wir noch nicht so lange erforscht. Und das Relais Rosenkohl ist gerade, ist das gerade auf dem Weg? Das macht gerade einen Encounter mit dem Moon. Ach du große Güte. Und wird dann aus dem System gekickt. Oder was? Wir sollen wahrscheinlich diese blaue hier. Wir gucken mal. 9 Millionen mal 8,7 Millionen. Hier hinten 8,7. Genau, 9,8. 6. Diese blaue Umlaufbahn soll es werden. Und wenn wir dieser weiter folgen, dann haben wir einen Encounter mit dem Mond. Das ist nicht gut. Dann würde ich mal sagen, wir richten uns einmal, wie viel Delta wir haben noch? 2800. Das heißt, wir richten uns jetzt einmal aus und bremsen mal kurz ab, dass der Encounter mit dem Mond weggeht. Einmal abgebremst. So. Mal so hier. Das ist ungefähr eine Stunde vorspulen. Da können wir auch einfach mal hier 2 Stunden 20 vorspulen. Dann kommen wir dem Mond näher. Und wenn ich dann Gas gebe, ist es einfacher. Dann, wir sind ein bisschen schneller und wir sollten dann keinen Encounter mehr mit dem Mond bekommen. Wir drehen uns jetzt mal um, richten uns anders aus. Oh, und da ist gerade eine Mondfinsternis auf Kerbin. So, richten uns anders aus und wir geben jetzt mal ein klein bisschen Gas, um quasi dorthin auf den verlangten Orbit zu kommen. Dass wir quasi einen Schnittpunkt haben. Oh, und da sind wir jetzt schon wieder im Einflussbereich des Mondes. Ah, dieser Orbit ist super nah am Mond dran. Ja, also das ist kein Orbit, den wir lange halten werden. Ich bremse mal wieder ab. So. Und dann spulen wir jetzt mal nochmal 3 Stunden vor, dass wir quasi dem Mond näher kommen. Je näher wir dem Mond sind, desto weniger, also je weiter wir jetzt wegfahren, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir noch einen Encounter kriegen. Komm, nochmal 1,5 Stunden vorspulen. Wenn wir dann auf derselben Höhe sind, dann sollte das besser funktionieren. Und stopp, da sind wir bei der Periapsis. Ja, ungefähr hier sind wir auf dem Orbit, der gefordert ist. Das heißt, hier in 2 Tagen machen wir ein Manöver. Und ziehen hier einfach die Apoapsis in diese Richtung. Wir sind schon, was zeigt er mir an? 0 Grad, das ist also ein super einfaches Manöver, das in 2 Tagen ist. Also, yeah. Haben wir jetzt ein Manöver und das ist in 2 Tagen und 4 Stunden. Das ist super. Dann spulen wir mal so vor 14 Meter pro Sekunde. Einmal vorspulen. Hui! Auf die andere Seite des Orbit. Und das gebe ich jetzt mal mit ganz, ganz wenig Speed. Fliege ich das mal ganz vorsichtig. Und das sollte der Orbit sein. Wir haben den Orbit erreicht. Zeigt er hier oben an. Und 10 Sekunden lang Satellit halten. Und tada! Nächster Auftrag abgeschlossen. 19.000. Naja. Aber das hat uns jetzt jeweils 5 Minuten gekostet und wir haben ein paar Euro dazu verdient. Wir waren eben bei 3,1 Millionen, jetzt sind wir bei 3,3 Millionen. Also der Vorschuss mit dem Preisgeld, was wir jetzt eingenommen haben, ist gar nicht so schlecht gewesen. Achso, von den anderen Missionen gab es auch noch was. Okay, die beiden Sachen haben wir abgeschlossen. Das heißt, dann geht's zurück zum Weltraumzentrum und wir gucken mal, welche 2 neuen Missionen da sind. Aber im Prinzip ist jetzt das Nächste, wir bauen eine Erweiterung der Minmus-Station, weil wir noch mehrere Sachen, weil wir mit dem Raumschiff dann mehrere Sachen direkt in einem Rutsch erledigen können. Jetzt mal gucken, was ist verfügbar. Stelle eine Flagge auf Moon auf. Immer gut. Bringe ein neues Teil an dem Satelliten in der Umlaufbahn vom Moon an. Repariere einen Satelliten in der Umlaufbahn von Minmus. Repariere das folgende Teil des Raumfahrzeugs, beschädigter Minmus ASP-Satellit RDN-1 in der Umlaufbahn von Minmus. Ein Kommunotron 16 für, oh, viel Geld.
wir wollen jetzt maximal Geld verdienen. Wir nehmen wieder alle Aufträge an. Weil wir können mehrere Sachen beim Moon erledigen, aber wir fliegen jetzt erstmal nach Minmus. Minmus ist erkunde Minmus. Wir müssen Crew zwischen zwei Raumfahrzeugen in der Nähe von Minmus austauschen. Dann repariere einen Satelliten in der Umlaufbahn von Minmus. Das werden wir machen. Dann sammle Wissenschaft aus dem Weltraum um Minmus 3 und baue eine neue Orbitalstation um Kerbin 4. Weil das die Erweiterung, die wir auf Minmus landen werden, können wir einfach nach den Spezifikationen, die hier für die Orbitalstationen um Kerbin wichtig sind, bauen. Und dann können wir diesen Auftrag auch nebenbei noch abschließen. Ich werde nicht gierig. Ich denke, es ist sinnvoll, möglichst viele Missionen miteinander zu kombinieren, weil wir brauchen viel Geld, um die Tracking-Station auszubauen, das Forschungs- und Entwicklungszentrum und das VAB. Weil ich habe hier einfach die Schwierigkeit hochgestellt und dann brauchen wir diese Sachen. Also wir haben alles angenommen und die Research Bodies Mod, jeder Forschungsauftrag, wo wir neue Sachen entdecken, kostet einfach mal 200.000 Credits. Und das geht dann total schnell, weil immer vier Aufträge gleichzeitig laufen. Deswegen Geld. VIB, nicht VIB, sondern VAB, Vehicle Assembly Building, Fahrzeugfabrik. Also das heißt auf Deutsch FZF, Fahrzeugfabrik, auf Englisch, Entschuldigung, Vehicle Assembly Building. Ja, VAB. Eine Sache, wir haben ein bisschen Wissenschaftspunkte und wir wollen Verbundwerkstoffe. Weil bei Verbundwerkstoffen gibt es dieses wundervolle Teil, die K&K-Kreuzung. Das ist diese Kuppeldinger, die für diese tolle Kerbal Planetary Base Systems Mod sind. Und damit können wir dann quasi Dinge erweitern. Und da gibt es auch eine Garage mit seitlichen Türen. Das ist nichts, was wir jetzt zwangsläufig brauchen, aber das ist wahrscheinlich etwas, was wir hochschicken werden. So, das hier erforschen wir. Und 499, tja, was nehmen wir da noch? Wir könnten jetzt hier auch noch Korridor, Separator und so. Oder Großraum. Da hätten wir größere Sprittanks. Oder schwere Landungen. Damit hätten wir große Landefüße. Oder hier... Oh, wir könnten Schwarek-Triebwerke haben. Und die andere Forschung steht uns halt noch nicht zur Verfügung. Ich lasse das erstmal. Wir brauchen nur das. Wir wollen jetzt ja eine Basis. Also wir wollen jetzt vier Aufträge auf einmal erschlagen. Das Biber-Erweiterungsmodul. Wir haben hier einmal so eine Kapsel, damit es geflogen werden kann. Mit zwei Sitzplätzen drin. Zwei. Müssen wir da einen Piloten mitnehmen? Wir müssen wahrscheinlich auch einen Piloten mitnehmen. Aber wir müssen auf jeden Fall einen Techniker mitnehmen. Wir brauchen ein Raumschiff, mit dem wir Leute zurückfliegen können. Das heißt, das hier wird ein größeres Gebäude. Einmal die Kreuzung hier aktivieren wir und so sieht sie aus. Die tolle Kreuzung, mit der wir wundervolle Sachen machen können. Ja, also man kann hier Dinge obendrauf und an der Seite dran und so weiter und so fort setzen. Das ist halt ein Korridor, der uns hier die Möglichkeiten gibt, noch mehrere Dinge ranzuflanschen. Und das werden wir jetzt einmal tun. Irgendwie müssen wir ja auch noch ein bisschen Sprit mitnehmen und so eine Scherze. Und das tun wir in kleinen Compartments an der Seite. Und ich möchte einmal hier eins dran haben. Jawohl. Machen das quasi auf beiden Seiten. Da können wir Sprit und all so eine Scherze mitnehmen. Da auch nochmal Sprit mitnehmen. Damit das schön wird, schalten wir mal das Kuppelmodul frei. Ich meine, ich gebe jetzt Geld aus, weil ich Dinge freischalte, aber ich glaube, das ist sinnvoll. So, jetzt haben wir hier oben auch eine Kuppel drauf. Und jetzt sieht das tatsächlich nach einem richtigen Erweiterungsstück für die Basis aus. Ein intergalaktischer Wohnwagen. Ja, korrekt. Genau das wird es. Und zack. Einmal da machen wir Monopropellant rein, beziehungsweise, was mir gerade auffällt, wir sollten wahrscheinlich Monopropellant
da auf diese Seite setzen. So. Und dann nehmen wir Treibstoffbehälter. Einmal so. Dann einmal so. Und einmal mal gucken, ob wir überhaupt Strom brauchen. Strom. Da haben wir einmal diese großen Batterien. Ansonsten haben wir die kleinen. Die könnten wir ja irgendwo hier oben drauf setzen oder hier an die Seite ballern. Und können wir uns ausrichten? Ja, wir können hier oben einmal sagen, da kommt ein Schwungrad drauf und da kommt ein Schwungrad drauf. Und da hier so eine Tür ist, können wir auch sagen, komm, versenkt das hier mal so ein bisschen. Das kann ruhig quasi verschwinden. Das muss ja nicht jeder sehen. Der Schwerpunkt ist ziemlich, na, nicht ganz in der Mitte. Das könnte unter Umständen interessant werden, das zu fliegen. Mal gucken. Wir haben noch keine Triebwerke dran. Triebwerke setzen wir jetzt dran. Da haben wir nämlich dieses wundervolle Ding. Einmal hier und einmal hier. Ist ungefähr gleich weit voneinander entfernt. Und dann müssen wir noch Docking, Kopplung haben. Einmal die Undock-Luke. Und einmal so, einmal an jedes Ende, damit wir überall docken können, die Basis erweitern können. Dann haben wir also 4 Docking Ports, dem wir uns nähern können. Und bei Landung brauchen wir, da haben wir kleiner Bigfoot. So, dann haben wir quasi 4 kleine Beinchen. Jetzt brauchen wir noch RCS. Dann brauchen wir, wir gucken mal auf die Station, was braucht die Station noch? Wir haben in dieser Station, Mist, wir müssen, baue eine Orbitalstation um Körben. Eine neue Orbitalstation mit Antenne, Andockluke und Stromerzeugung. Station muss beim Start vollständig zusammengebaut sein. Eine Einrichtung für mindestens 5 Körbels, halte 10 Sekunden lang Stabilität, bringe deine Station in Umlaufbahn von Körben. Okay, wir haben im Moment nur Platz für 3. Aber ich baue hier vor noch eine Kapsel, die mitfliegt, die ein Raumschiff ist. Aber wir müssen noch Antennen und Stromerzeugung hier mitführen. Da nehmen wir auf jeden Fall so 2 Antennen, die wir ausfahren können. Von der Mitte nach da und das ist jetzt schon ein bisschen Advanced Tastaturkommandos hier mit dem Drehen, aber ich glaube, das sieht ganz okay aus. Dann haben wir da unten auch ein paar Solarzellen, die nach oben zeigen. Es soll ja nur ein bisschen Stromerzeugung sein. Das reicht ja völlig. Wir müssen nur ein bisschen Strom erzeugen. Wir haben ja auch keine großen Verbraucher. Hier wird ja keine Wissenschaft gemacht. Was haben wir an Delta V? Wir haben 1300 Delta V jetzt, weil wir hier sehr, sehr viel Sprit mitnehmen, um zu landen und so. Also tatsächlich hier mit diesen Düsen. Wir haben eine Masse von 14 Tonnen. Alter Schwede. Okay.